Hallo und herzlich willkommen beim 27. Teil unseres Anno Let's Plays. Hier jetzt haben wir endlich nach mehreren Versuchen diesen Quest triggern können, wo das Forschungsinstitut nun gebaut werden kann, und das macht man gerade. Und auf der gleichen Investoreninsel bauen wir ja gerade an der Weltausstellung, wo nur Glühfäden fehlen, wo ich das letzte Mal gleich die Produktion nochmal verstärkt habe. Glühfäden Gebäude wurden produzieren zum wir in Raub der Flammen. Rindhofen. Ist quasi ein bisschen unsere Industriestadt. Und ich glaube, hier haben wir nur eine zweite Glühbirnenproduktion aufgezogen. Da könnte man nun mehr Ingenieure bauen. Können wir, sollten wir. Fehlt's an Pelzmänteln? Warum fehlt es an Pelzmänteln? Die Hand am Mindestbestand. Alles in Ordnung soweit. Einsatzbereit. Pelzmäntel werden vermutlich wieder einfach da produziert. Dann könnte man ja sagen, okay, man muss die Pelzmäntelproduktion. Kein Platz mehr frei. Was führt sie zu uns? Okay, an die Fälle liegt's nicht. Schiff vom Stapel gelaufen. Eine Produktion Die wurde Produktion angehalten. hier ein. Es muss aber auf einer der zwei Inseln sein. So, wie kann ich nach Gebäude suchen? Mir Was fehlt ist noch euer einiges an Problem? Material. Wolle. Gut, dann bauen wir mehr Wolle. Fertig. Es wird nicht gerade leichter, wenn jemand zusieht. Und Glühfäden. Schokolade und so, das geht auch alles über. Die Flammen sind außer Kontrolle. Der Aufstand hat ihre Stadt in Trümmer gelegt. Dann erfüllen wir das A. Welcher Aufstand?
Viele frühere Expeditionen haben sich im Eis verirrt. Die meisten mussten wertvolle Vorräte zurücklassen. Wir könnten danach suchen. Das hätte ich dringend gebraucht. Jetzt können wir hier Gas produzieren. Im Schwebezustand. Ich kann kaum meine... Bin ich froh. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Na also, bin ich froh, dass ich nicht mehr dein Tankwart sein muss. So eine Unverschämtheit, ich sag's dir. Im Schwebezustand. Okay, und dann liefern wir das Gas wieder zurück. Das klingt doch irgendwie plausibel. Propeller drehen sich. Und dann könnte man da oben das nächste Gasfeld anzapfen. Erledigt. Dieses brauchen wir aber einen eigenen Heizofen. Vermutlich ein eigenes Lagerhaus. Bereit. Und mehr Holz. Mein Mittel gegen Erwarte fort. Neuen Kurs. Kann man da irgendwie bereit. Okay, die hätten gerne Postamt. Im Schwebezustand. Höhe stabil.
Bereit! Ich habe schon lange jegliches Gefühl in den Händen verloren. Moment, dass wir da nur zwei, drei Köhler hinbauen. Scheint ja viel Bedarf zu sein. Luftschiff! Irgendwann müssen wir das in ein Lager bringen. Im Schwebezustand. Sie haben an Einfluss gewonnen. Gut. Schauen wir da nur, dass wir einen Mindestbestand sollten wir da definieren, dass uns die nicht erfrieren. Und das, dann scheint es eh langsam, aber sicher irgendwie zu funktionieren. Ein neuer Auftrag? Die alte Welt. Können wir da ausbauen? War da dazwischen irgendwo? Nein. Die Menschen lassen sie hochleben. Sachen zum Ausbauen, jedenfalls auf dieser Insel. Sie erschaffen ein Monster. Wie kann man sich nur so wenig um wichtige Angelegenheiten kümmern? Ei. Genau. Dann kann man da eigentlich schon überlegen, wie wir mit die Kraftwerke tun. Ich hätte mal da eins reingesetzt. Oder eher da. Eine seltsame Art von Herrscher, der sein Volk bestiehlt, um seine Unzulänglichkeiten zu verstecken. Eine Krankheit ist ausgebrochen.
könnte man eine Handelskammer reinsetzen. Auf Ihren Befehl. Gut, dann suchen wir hier wieder. Ja, sowas theoretisch, aber... Als Schauspielerin. Dann Ehren, der das Kraftwerk verbessert. Die suchen wir immer. Die Schauspielerin. Schauspielerinnen. Setz die Segel! Flotte bereit. Ja, das wäre natürlich auch gut. Schauen wir, dass wir jetzt gleich in die Inseln da reinbringen. Was haben wir da? Höher Grubenmeister. Die Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. Bereit für den Einsatz. Ihr macht Produktivität. Ein neuer Auftrag. Neue Ziele? Die Menschen lassen sie hochleben. Die werden eh da. Bringt zwar wahrscheinlich wenig. Flotte erwartet Befehle. Die Epidemie wurde besiegt. Dann. Flotte geht auf Hand. Und ist bei alle Minen. Sieht beschäftigt aus. Da kommt jemand. Das ist erfüllt. Das ist erfüllt. Für den Einsatz. Erwarten neue Horizonte. Alles bereit. Die Flammen sind außer Kontrolle.
Oh, damit ist unser Forschungsinstitut fertig. Sie haben es geschafft. Dies war immer mein Traum und Sie haben ihn wahrgemacht. Wir können Items Stellen entwickeln. Stellen Sie sich vor, wie sich die Welt vereint in der Forschung die Hand reicht. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ich bin einer der Gelehrten. Wie kann ich helfen? Forschungspunkte fehlen. Kann ich da die ersten Häuser automatisch bauen? Nein. Bahnbrechende Entdeckung. Aber wie komme ich dann zu Forschungspunkten? Vielleicht durch eine Spende. Gut, und damit könnt ihr eigentlich eine eigene Insel aufbauen für Gelehrte. Sonne zum Beispiel. So eine mittelgroße. Wie die. Könnte ich mir gut vorstellen für Gelehrte. Vielleicht mit einer kleinen Stadt drauf. Für die Minen. In der Richtung, dann können wir da auch drei Fische. Ihr werdet eine Weberei brauchen. Schlimmer sein.
Erledigt. Dann haben wir da alle möglichen Minen, die wir ja ohnehin wieder benötigen. Dann schauen wir mal, wie lange das dauert, um ein Gefühl zu kriegen. Okay, das sollte auch fertig sein. Wow. Meine hohen. Haben wir die Weltausstellung auch gebaut? Arbeiter sind die glanzlosen Drohnen einer jeden Königin. Man braucht eben auch Leute für die ganze Drecksarbeit, die anfällt, wenn wir diese Stadt auf hohem Bogen in die Zukunft katapultieren. Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins Unbekannte. Die verbraucht Ressourcen. Gut, dann können wir da auch weiterarbeiten. Erwarten neue Horizonte. Spannend jedenfalls fürs Kraftwerk. Wenn Sie sich jetzt dran halten, sind Sie zum Tee zurück. Dann können wir das Öl angehen. Das sollte eigentlich auch laufen. Idealerweise hält man seine Versprechen. Ja, die schaut ja eh schon nett aus. Da ist es ein bisschen getrennt. Genau, die hat natürlich da kaum Versorgung. Das ist was, was man sich anschauen muss. Aber wir können alle bis dahin eigentlich upgraden. Da hält uns nicht so viel auf. Da rein. Denen wird dann hinten. Jetzt schauen wir mal, was da fehlt. Und da kann man das dann wirklich für die Forschungs-, für die Gelehrten irgendwie verwenden.
Hafendepots. Lösen wir da gleich ein Problem. Die Gelehrte brauchen, glaube ich, viel aus Embesa. Also so Wandteppiche und so Zeug. Ich glaube, die Gelehrten brauchen auch Strom. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Da wird der Assan Ölhafen brauchen. Und halt diverse Rohstoffe. Das könnt ihr da auch schon mal hinliefern. Einmal Route einrichten, zum Beispiel von da her. Baustoffe. Sollten wir bald da diverse... Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Genau. Schauen wir mal an, wie so ein Campus ausschaut. Okay, da fehlen natürlich diverse Sachen. So, das wäre mein Gedanke von so einer kleinen Universitätsstadt. Damit wir nicht alles anliefern müssen. Wir können hier auch schon mal Lehm. Ziegeleien und ein Lagerhaus bauen. Dann ist das angeschlossen. Zink könnten wir auch gleich abbauen. Undank ist der Welten Lohn.
Die Waren stapeln sich hier. Wir stecken hier viel her. Okay. Das kriegen wir auch hin. Dann haben wir eigentlich eine Route von hier nach hier, wo wir Rohstoffe. Irgendwie. Jetzt wahrscheinlich gerne an ein Wirtshaus. Und möglicherweise. Es mangelt an Arbeitskraft. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Okay, die benötigen sofort der Universität. Ist jetzt nicht so platzsparend. Die Universität braucht wieder diverse Ressourcen und Fleischkonserven. Der Rest kommt eigentlich von der dann könnten wir da Fleischkonserven einladen. Die zu wenig sind auf der Insel. Wenn Schmerz ungehört verhallt und Missstände unbeantwortet bleiben, dann müssen Feuer und Zorn lauter sprechen als alle Worte. Ihre Bevölkerung hat die Revolution ausgerufen. Okay. Damit ist das auch erledigt, ja. Haha. Die sind sehr schnell unzufrieden. Es mangelt an Arbeitskraft. Ein zufriedenstellendes Ergebnis, hoffe ich. Es ist wirklich lästig mit der Hitze und dem schwierigen Gelände. Aber der Plan ist, jeden Orientierungspunkt zu benennen, auf den wir stoßen. Wie aufmerksam. Ojemine, Gewürze. Das geht nicht. Meine Innereien würden in Flammen aufgehen wie der sechste Kreis. Wie ich höre, geht es Sir Blake zu schlecht, um das Land zu erkunden, auf das er Anspruch erhebt. Es wird die Hitze sein. Wollen wir etwas von Embesa zu ihm bringen? Ja, manchmal ist da der Fotomodus aber auch ziemlich schwierig. Es ist ein großes.
Ja, dann gibt's halt kein Foto. Ich bin da jetzt nur ein bisschen ausbauen von die von der Meeresfrüchte. Eintopf, das setzen wir eine Mindestmenge. Und das liefern wir. Genau wie die Wandteppiche. Es mangelt an Arbeitskraft. Sie haben an Einfluss gewonnen. Und zwar auf unserer Insel mit den Gelehrten. Viele fürchteten, der Kaiser käme nach seinem Vater, König Wack. Doch seine Herrschaft ist segensreicher als alle zuvor. Easy. Und natürlich Zufriedenheit verlangt auch einiges. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Maßanzüge. Das könnte man vorsorglich machen. Ein Kraftwerk. Knapp nicht. So geht's jetzt aus. Liebe Leute, jetzt sind wir schon viel zu lange dabei. Wir haben dieses Mal einiges geschafft. Und zwar unsere ersten, oder zumindest das erste Haus an Gelehrten gebaut. Forschungsinstitut läuft. Genau. Da nur Einblick, Weltausstellung. Was passiert da? 1000 Forschungspunkte, die könnten wir nur ein bisschen was spenden. Ja, das könnte nützlich sein. Wirklich sehr nützlich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like oder Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kennt euch!